Mahlzeit, Freunde. Ich bin wieder in unserem Verein hier in Erfurt und heute liegt das Bankdrücken an. Ich werde bis 77% hochgehen und nach dem Bankdrücken mache ich noch ein paar Brustübungen und dann war es das Training heute auch gewesen. Ich habe heute noch leichten Muskelkater von gestern. Gestern Abend war es extrem gewesen und konnte mich nur noch auf der Couch bewegen. Bin aber gut über die Nacht da drüber weggekommen. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Fangen wir an mit dem Bankdrücken. Als Handwerker braucht man immer ordentliches Frühstück und so sah es bei mir aus. Mit 70% habe ich 2 Wiederholungen gemacht plus jeweils 2 Pausen. Und damit habe ich die Spannung erhöht, um auf 77% zu kommen. Und damit habe ich dann 2x5 durchgeführt. Ohne Schwierigkeiten, alles durchgehämmert. Und die Beine, die haben auch nicht geschmerzt. Der Muskelkater war beim Training total außer Kraft gesetzt. Und auch im zweiten Satz habe ich keine Probleme gehabt. Die Hantel ging schön hoch und runter, 5 Wiederholungen durchgezogen. Und dann war ich mit dem Bankdrücken erstmal soweit fertig gewesen. Gegenüber war die Schrägbank und die habe ich in der Pause umgebaut und habe dann das Schrägbankdrücken durchgeführt mit 4x3, 60 bis 80 Kilo und habe den engen Griff verwendet wie beim Bankdrücken. So sah es von der Seite aus. Und jetzt geht's weiter mit dem Schulter-Rückenbereich und da habe ich mir schon die Schrägbank aufgebaut und natürlich meine Gorilla-Hanteln, die werden jetzt genutzt für die hinteren Muskeln. Die waren recht leicht gewesen vom Gewicht her, also werde ich jetzt noch was draufstecken. Das ist ja ziemlich einfach, ne? Die haben ja einen Schraubverschluss. So, runter, drauf. Stern wieder drauf. Fertig. So. Und weiter geht's mit dem neuen Gewicht. Und dann war Feierabend gewesen. Auf dem Heimweg habe ich mir noch Fischbrötchen besorgt. Und das war heute mein Abendbrot gewesen.